vor allem bei der Arbeitssicherheit darf man nicht vergessen, ich meine, dieser irrsinnige Bürokratismus, der von Rom halt immer wieder so vorgegeben wird, der sollte eben eingedämmt werden, wenn wir die Zuständigkeit haben. Und bei den Kollektivverträgen ist genauso. Ich denke, dass die Südtiroler Gesellschaft durchaus so weit ist, ja, autonom auch über diese Kollektivverträge zu entscheiden, ohne unbedingt jetzt immer das nachvollziehen zu müssen, was in Rom auf nationaler Ebene vorgegeben wird. Denke, das wäre absolut im Sinne unserer Wirtschaft und hatte auch durchaus den Eindruck, dass in unserer Gruppe auch die Wirtschaftsvertreter diese Ansicht teilen. Ich kann nochmal darauf hinweisen, wir hatten das letzte Mal schon die Diskussion, nämlich, dass die EU-Richtlinien oder grundsätzlich das Unionsrecht natürlich eine Schranke für die Autonomie bleiben wird. Also da muss sich wirklich niemand fürchten. EU-weite Standards werden immer eingehalten werden. Nur dieser ganze Irrsinn, der mit der Umsetzung der EU-Richtlinien aus Rom regelmäßig kommt, und da spreche ich aus wirklich langjähriger Erfahrung, der würde dadurch endlich mal eingeschränkt. Zum Wohle aller.